Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Resident Evil Remaster mit mir, dem Rappelzappel. Ja, in der letzten Folge, tut mir echt leid, aber wir mussten natürlich auf das Rätselslösung kommen und jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass das jetzt die Tür der Türen ist, dass wir jetzt die Umrandung für diese zweite Emblem hier finden oder was auch immer hier hinter versteckt sein mag. Deswegen sind wir hier, Freunde, auf geht's. Aha, eine Holztür. Ach, scheiße. Was ist da jetzt Käse? Was ist denn das jetzt? Ach du Scheiße, ich glaube, ich weiß. Ja, ich weiß, was das ist. Scheiße, ey. Oh, muss das jetzt kommen? So, wo ist unser nächster Koffer? Da müssen wir jetzt nämlich hin. Wir müssen nochmal ran an den Koffer. Wir müssen die Waffen auswechseln. Alter Schwede, ey. Das regt mal jetzt richtig auf. Ich dachte, jetzt geht's hier voran. Geht's ja eigentlich auch, aber wir haben die falsche Waffenwahl. Nein! Scheiß da die Wand an, ey. Kurz, ja, lass mal hier zurück. So, welche Tür war das jetzt gewesen? Die hier. Ich habe gerade den Weg gefunden, ey. Ich hoffe, ich finde den Weg auch wieder zurück. Verdammte Kacke, ey, jetzt hab ich. Ich würde mir jetzt einen Arsch beißen. Das ist, wenn man dieses Spiel echt jahrelang nicht mehr gezockt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gezockt habe. Ich weiß, ja, ich habe das schon so oft gesagt. Aber ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gezockt habe. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt auf so ein Mist da treffen. Echt nicht. So ein Scheiß. Gut. Auswechseln. Knarre nehmen wir mit und wir brauchen auf jeden Fall blaues Kraut. Und sicherheitshalber nehmen wir uns noch. Eigentlich brauchen wir die volle Besatzung. Eigentlich brauchen wir die volle Besatzung. Wir können hier Brand können wir noch mitnehmen. Die Adlermünze lassen wir mal da. Ich glaube, die brauchen wir nicht. So, lass mal kurz gucken. Wir haben Pistole. Wir haben 11 Schuss davon. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Einmal was für die Vergiftung haben wir dabei. Wir nehmen mal noch ein Erste-Hilfe-Spray mit. So. Jetzt scheiße aber die Wand an, ey. Kombinieren. Bitte. So. Boah, ich könnte mal echt den Arsch beißen, ey. So viel Ärger hier für nichts. Auf jeden Fall, wir sind den Schlüssel schon mal losgeworden. Und wir wissen, da geht es weiter. Ja, treffen auf jeden Fall eine alte Bekannte wieder.
dieser Tür hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber na gut. Jetzt machen wir das Beste draus. Jetzt kann es nur noch gut gehen. Und wenn ich jetzt sterbe, ey, dann flipp ich aus. Ja, lauf doch hier lang. Geht doch. Oh, dieser Steuer. Und wie einer lacht. Ich hasse diese Steuerung. Aber mit Maus und Tastatur ist das noch beschissener. Da hätten wir noch, warte mal. Nee, komm. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Gegen, wo sie ist. Oh, du Scheißvieh. Eigentlich müssen wir immer nur an den Schwanz kommen. Nein! Du Drecksmade! Wieso drehst du dich um? Du Scheißvieh! Ach. Hat sich das Vieh echt noch umgedreht, ja? Drecksmade, komm, hier, nimm mal das Spray. Boah, du Scheißvieh. Schleimt hier vor sich hin. Nein, jetzt kommt sie wieder zurück. Mama, willst du mich verarschen hier? Das Vieh mich verarschen. Jetzt haben wir das. So, mit Säure. Pippi, mit Säure bearbeitet. Oh, was hat er rausgeschmissen? Oh, ein Buch. Oh, herrlich. Ein harter Kampf und dann was zu lesen. Wer hätte das gedacht? Ich mag ja so eine Überraschung. Stirbst dir fast und was kriegst du als Belohnung? Ein Malbuch. Hey, ohne Witz, komm. Nee, das Malbuch will ich nicht. Ich geh jetzt. Tschüss. Ich hab ein Malbuch, ja. Ich hab noch nicht mal Filzstifte. Geschweige denn Buntstifte, ja. Tusche habe ich auch nicht. Ich hab's. Wir müssen mit den Finger malen. Fingermalfarben. Oh. Kennt ihr das noch? Fingermalfarben. Könnt ihr mal ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr in der Schule mit Fingermalfarben gearbeitet habt. Wir mussten das da. Wir hatten also so eine ganz komische Lehrerin. Die stand auf so eine Natursachen. Die hat mit uns auch immer Exkursionen mitten im Wald gemacht. Keiner wollte dahin. Ah, wieder ein Buch. Ja, super. So, das hat er kaputt gemacht. So, sehr schön. So, bitte prüfen. Oh. Ey, ich fass das nicht. Zeig so eine scheiß Münzen hier. Was? Oh, zeig mir so eine Münzen. Ich will die Umrandung. Alte Bücher, die vom Regal gefallen sind. Och, ja. Wo geht das jetzt weiter? Schlange, steh auf, sag was. Ach, hier geht's durch, wa? Der Türgriff ist kaputt. Ach, wir sind genau auf der anderen Seite, wa? Ja. Wo setzen wir jetzt diese komischen Embleme ein? Ey, ich bin schon wieder völlig überfordert, ja? Wo setzen wir jetzt diese scheiß Embleme? Schlange, steh auf, ey! Ey, aus der Haut kannst du dir echt ein paar Stiefel und ein paar Gürtel machen.
Bei dem Vieh ist das angebracht. Philosophischer Werke. Von der ewigen Frage. Dem Tod. Alle Bücher handeln vom Tod. Eine schöne Toilettenlektüre. Freust du dich drüber? Kommst du nach einem hart arbeitenden Tag nach Hause und denkst dir so, jetzt eine Tasse Tee und ein bisschen was über den Tod lesen. Ja, lass mal gut sein. Es gibt echt Leute, die finden das voll faszinierend, die finden das gut. Die ewige Frage vom Leben und vom Tod. Welchen Sinn hat das Leben? Na, denkt die Uni sagen. Och nee, Raben. Das heißt, wir sind wieder am Anfang. Wo geht das jetzt hin? So, zweites Obergeschoss. Das haben wir auch geklärt. So, Untergeschoss, da gibt's auch nichts. So, jetzt ist nur noch der Innenhof. Welcher Innenhof? Kommen wir jetzt zum Innenhof? Ach, das ist das Ding mit dem Fahrstuhl. Das ist das Ding mit dem Fahrstuhl. Das heißt, wir müssen... Och, ey, und ich habe die Kurbel benutzt. In der Residenz gibt's auch noch was. Dann habe ich irgendwo was vergessen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wo ist denn jetzt die Residenz? Erdgeschoss Residenz. Über den Innenhof oder was? Ist das da? Über den Innenhof kommen wir zur Residenz? Ja. Das war die Residenz gewesen. Glaube ich zumindest. So. Und da haben wir was vergessen. In den einen Raum. Ja, das ist die Residenz. Genau, das ist nämlich das Ober- und Untergeschoss hier. Genau. So. Hier ist der Innenhof. So, hier können wir nichts weiter machen. Also, im Innenhof gibt es noch irgendwo was und in der Residenz. Da ist eine Schreibmaschine. Dann ist das ja das... Nee. Oder doch? Dann haben wir in der Residenz noch was vergessen. Schnauze. Kevin. Irgendwas. Oh, irgendwas mit irgendwelchen Emblemen da einfügen. Wo war denn da was mit Wolf und Adler? War da überhaupt irgendwas? Ich bin jetzt völligst von der Socken. Wo war denn da was mit Adler? Ich kapier das Ganze jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist bei mir Feierabend. Jetzt ist bei mir Schluss. Das kapier ich nämlich jetzt nicht mehr. Gut, da würde ich jetzt wieder dahin kommen. Also müssen wir nach oben wieder in den ersten Stock, oder? Ich habe jetzt völlig die Übersicht verloren. Ne, wir müssen da oben hin. Wir müssen zur Residenz. Das heißt, wir müssen die Kurbel nochmal mitnehmen. Dieses komische Schaltding müssen wir mitnehmen. Oh, Alter.
Fuck mich doch nicht ab, ey. Obwohl, da hätten wir auch eine Schreibmaschine. Komm, dann machen wir das. Gehen wir durch den Innenhof. Ja, komm, machen wir das. Wir gehen über diesen einen Innenhof. Boah, ich dachte jetzt hier in 3-4 Parts sind wir hier fertig. Nee. Appelzappel einfach zu doof dafür. So, dann gehen wir jetzt hier über den Hof. Oder? Ja. Wir gehen jetzt über diesen Hof. So. Da kann ich nämlich die Kurbel und dieses Emblem da nochmal mitnehmen. Wo sind wir jetzt hier? Was ist denn das hier? Das ist Villa Außen oder was? Das nennt sich jetzt Villa Außen oder wie? Villa Kunterbund. Was ist denn jetzt hier hinten eigentlich? Nichts. Da unten war auch nichts. Da haben wir nämlich schon ausgeräumt. So. Dann würde ich jetzt gerne hier reingehen. Boah, das kotzt mich jetzt richtig an. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen, Freunde. Kotzt mich jetzt richtig an. Aber auch wenn ich so viel meckere, das Spiel macht irre viel Spaß. Ohne Witz. Resident Evil ist schon echt cool. Ich spiele auch einfach zu gerne. So, das Spencer-Ding, das hatten wir jetzt aufgemacht. So, dann gehen wir jetzt mal da rein und holen uns das Emblem und die Kurbel. Emblem und Kurbel. So. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich werde wieder genau das Falsche mitnehmen. Hätten wir die Kurbel eigentlich so lassen können. Ah, hätten wir eigentlich nichts machen müssen. Und so fürsorglich wie ich bin, habe ich natürlich das ganze... Ach Gott. Ich würde mir jetzt gerade selber einen Arsch beißen, ja. Aber bringt ja nichts. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir die Wolfsmedaillen und sowas brauchen. Ich lasse die mal noch hier. Ja, das lasse ich mal hier. Das lasse ich mal hier. So, Kurbel war oben. Kurbel und... Wo haben wir das? Das hier mit Rand. Ja, mit Rand. Und in der Residenz haben wir ja auch nochmal eine Kiste. So ist es ja nicht. Aber sollten wir vielleicht abspeichern? Wäre das vielleicht sinnvoll? Ich glaube, wir speichern mal ab. Ich habe so das Gefühl. Obwohl mein Gefühl heute eigentlich völlig für den Arsch ist. Ich dachte auch, jetzt kriegen wir hier wenigstens was. Nee. Da kriegst du nichts. So, verwenden, bitte. Ja, Jill, das war schon 15 Mal abgespeichert. Ich glaube, wenn wir das Let's Play fertig haben, haben wir irgendwie 50 Mal abgespeichert. Aber ich glaube, so viele Farbbänder gibt es ja nicht. Nein, nicht verwenden. So, kannst du wieder drin machen. Ich glaube, so viele Farbbänder gibt es ja hier nicht. So, Kurbel, das haben wir. Mehr brauchen wir nicht. So, auf geht's. So, eine Waffe sollte ich mal auswählen. Oh, hebt mal, ey, die grobe Kelle. Die nehmen wir wieder in der Hand. Ach, ey. Aber jetzt sage ich mit jedem mal, also wenn man sich dieses Spiel gönnt, ja, was ich auch jedem empfehlen kann. Ja, also Resident Evil 1 muss man auf jeden Fall gespielt haben. Jeder, der sich das Spiel kauft und umso öfter man das durchspielt, umso gescheiter geht man. Ja, weil man weiß ganz genau, okay, das habe ich jetzt bekommen. Das kann ich jetzt erstmal wegpacken. Das brauche ich erst dann und dann und dann und dann und dann und dann. So war das bei mir zumindest damals. Ich habe das Spiel ja so oft durchgezockt.
Aber mit der Zeit vergisst man das. Man vergisst einfach, wo man was braucht. Und dass wir das jetzt hier nochmal brauchen können, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt nochmal brauchen. So. Das heißt aber, dass wir. Was war denn hier unten eigentlich? Wo ging es denn hier hin? Mal kurz abchecken. Wo geht das da eigentlich jetzt hin? Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, ob wir über die Brücke. Was sind das da? Ach, das ist der lange Weg. Ne, den müssen wir nicht laufen. Ah, kick mal ihn an. Gut, 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 gut. So, hier können wir schon mal sicher sein. Hier haben wir alles erledigt. Hier gibt's nichts. Das ist schon mal das Gute. Okay. Dann auf zur Residenz. Aber immer noch die Frage. Für was brauchen wir diese Münzen? Gibt es in der Residenz echt irgendwas, wo wir hätten diese Münzen einsetzen müssen? Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aber wir müssen. Kick mal, stimmt ja. Wir müssen das da ja nicht benutzen. Wenn die Abkürzung nehmen. Zum Innenhof. Aha! Stimmt ja. Wir haben den Fahrstuhl aktiviert. Kann man nicht machen? Kann man nicht machen. Gut. Ich bin echt am Überlegen, wo könnte da was sein, wo wir die Münzen. Doofe ist ja, das ist ja jetzt schon einige Tage her, dass ich überhaupt in der Residenz drin war. Seit schon über eine Woche. Über eine Woche ist das jetzt schon her. Dass ich in diesem Häuschen hier hinten drinne war. Und ich weiß das ja nicht mehr, ob wir da überhaupt was gefunden haben, wo wir das hätten einsetzen müssen. So, das müsste jetzt die Residenz sein. Richtig? Richtig. Oh, wir sind am Arsch der Welt. Oh. Ich glaube es zumindest zu wissen. Nee, das ist ja der Raum, wo noch eine rote Pflanze nur war, ne? Diese Kabel hier machen mich gerade voll irre. Ich glaube das da. Warte mal. Lass mal durchlaufen. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir die Münzen da einsetzen. Laufen wir jetzt richtig? Ja, den langen Weg, die erste Tür rein. Hier haben wir irgendwas vergessen. Ne, der Raum da hinten. Ach, der auch noch. Das war das Farbband gewesen. Da hat man nur ein Farbband drinne vergessen. Ja. Das war der Raum, wo wir das Farbband haben drinne vergessen. Da liegt's nämlich. Ja, und schon ist es wieder clear. Gut, die Residenz ist es auch nicht. So, dann ist es der Innenhof. Wie kommen wir jetzt zum Innenhof? Das war das Ding. Nee, da geht's ja auch nicht hin. Irgendwo. So, wenn wir da mit dem Fahrstuhl fahren, das ist nämlich ditte, wo wir.
Oh, nee, wisst das nicht. Ich kann euch nicht sagen, wo wir noch hin müssen. Wir müssen doch irgendwo. Müssen wir doch irgendwas übersehen haben. Das geht ja nicht anders. Wir müssen irgendwo müssen wir was übersehen haben. Aber wo? Versteht das nicht. Gut, die Residenz war es jetzt auch nicht gewesen. Jetzt haben wir nämlich jetzt alle Tiere geklärt. Wo ist jetzt der Innenhof? Oh, der Innenhof war der Fahrstuhl, mit dem wir gefahren sind. So, und da war ja nur eine Pflanze, die da noch lag. Das war die blaue. Genau, die blaue Pflanze. Dann können wir die jetzt auch noch mitnehmen, damit mich das nicht weiterhin verwirrt. Wo müssen wir diese Wolfskacke da einfügen? Genau, dieser Fahrstuhl. Ich denke mal, wir haben das schon richtig gemacht mit der Überflutung. Ich glaube, wir haben das richtig gemacht. Ich hoffe mal. Ach. Alter, was ist das denn? Oh, willst du mich verarschen? Jetzt, nach 27 Minuten? Oh. Ich fass das nicht, Alter. Stoß, oh, Alter. Nee. Machen wir jetzt hier Feierabend. Ey, damit wir in der nächsten Folge hier frisch reinstarten können. Wäre jetzt doof, wenn hier irgendwas Spannendes passiert. Und dann ist alles wieder. Nee, dann ist alles wieder Kacke. Ja. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Na? Haut da rein, euer Rappelzappel. Zers, ihr Lieben.